Mit einer Woche Verspätung sozusagen startet nun das 75. Handwerksgewinnspiel von mir zu Farmeral. Ihr könnt wieder tolle Preise abräumen, wenn ihr euch denn am Gewinnspiel beteiligt und etwas Glück natürlich auch habt. Bei der Gewinnspielfrage, die dieses Mal lautet: Wie viele Kuhmilchbäume tippt denn besitze ich insgesamt hier auf meiner Hauptfarm? Informarama. Das ist die Gewinnspielfrage und der oder diejenige, der dann eben am nächsten am richtigen Ergebnis herantippt oder vielleicht gar eine Punktlandung hat und genau exakt das richtige Ergebnis tippt, gewinnt Platz 1. Der oder diejenige, der am zweiten ersten dran ist, Platz 2, am dritten ersten Platz 3. Sollte es vielleicht so sein, dass ja, mehrere das gleiche tippen und gleich weit entfernt sind, dann heißt es Zufallsgenerator, muss dann entscheiden. Ja, wo könnt ihr euren Tipp abgeben? Wie gewohnt bei den Handwerksgewinnspielen entweder euren Tipp plus auch euren Famarama Ingame Nicknamen bitte auch in die Kommentare, entweder auf YouTube in den Kommentaren oder wenn ihr vielleicht keinen YouTube-Account habt, dann kein Problem, könnt auch auf meiner Seite mikkegamefield.wordpress.com euch am Gewinnspiel hier in den Kommentaren beteiligen. Da müsst ihr sich ja nirgendwo anmelden oder so, wie es ja bei YouTube ist. Könnt ihr also auch hier beteiligen, je nachdem wie ihr wollt. Dürft allerdings euch natürlich nur einmal am Gewinnspiel beteiligen. Gewinnspiel läuft dann bis zum 27. Februar 2015 bis 20 Uhr. Auflösung kommt dann ein bis zwei Tage später. Zu den Preisen. Was verlose ich denn? Und zwar für Platz Nummer 3 gibt es ein Hochzeitsgesteck abzuräumen. Suchen wir es mal, wo ist das denn? Ich glaube, hier ist es. Hochzeitsgesteck bringt entweder einmalig 360 Floristen Erfahrungspunkte, wenn man es denn, ja, kann man so Gesteck sagen, verspeist, naja, wie auch immer, oder man verkauft es lieber, dann bringt es rund 35.000 Moospenny auf dem Marktplatz. Nummer 2 verlose ich einen Stollen. Wer ist ja der Stollen? Der bringt dann, wenn man ihn nutzt, für 24 Stunden für einen Tag 5% mehr Bonus an Effektivität für Superdünger. Das, wie gesagt, für den Tag hat den Checkplatz für Kategorie Gold oder man verkauft ihn und kriegt dafür rund 50.000 Wuspenny auf dem Markt. Geht aber noch besser und zwar Platz 1, ein Yellow Coconut. Das bringt 100.000 Wuspenny auf den Markt oder man nutzt es und freut sich über 2 Ertrag mehr bei der Ernte für Bahamrama Gemüse für 8 Stunden hat den Steckplatz für Kategorie Diamant. Gut, damit wäre alles gesagt. Ich bin gespannt, was ihr denn tippt, wie viele Kuhmilchbäume ich denn habe. Was für dieses Video, euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.